Willkommen auf dem YouTube-Kanal Hanich the View, auf dem ich berichte über den Fortgang im sogenannten Lübcke-Mob-Prozess. Am heutigen Verhandlungstag wurde die Vorführung von Vernehmungsvideos fortgesetzt. Eine interessante Erfahrung, wenn ich mal so sagen darf. Interessant insofern, als man halt natürlich darüber staunen muss, wie wenig technisches Potenzial letztendlich bei unseren Ermittlungsbehörden, bei der Generalbundesanwaltschaft, bei der Polizei vorhanden ist im Hinblick auf ein derartig großes Verfahren. Man kommt sich vor, als wäre man in die 80er Jahre zurückversetzt. Es werden also Vernehmungsvideos gezeigt in einer derartig schlechten Bild- und Tonqualität. Das ist eine absolute Katastrophe. Also wir erleben ja hier auf den sozialen Medien teilweise Leute, die sich darüber beschweren, wenn die Tonqualität mal nicht stimmt. Sie können sich nicht vorstellen, was hier in dem Gerichtssaal passiert. Ich habe sogar einen Antrag gestellt, auszusetzen, ganz kurz wenigstens das Verfahren so weiterzuführen, dass man diese Videoqualität zunächst mal in einem anderen Rahmen, in die Tonspur bearbeitet oder was, weil die anwesenden Journalisten verstehen gar nichts mehr. Und das ist für mich halt dann schon, es ist für mich ein Problem. Ich muss jetzt auch nochmal darüber nachdenken, ob man das nochmal thematisiert. Eigentlich ist in meinen Augen die Öffentlichkeit eben nicht gewahrt, wenn ich ein Video einer Vernehmung vorspiele, aber die Vernehmung nicht zu verstehen ist. Eine Tastatur klappert im Hintergrund, die Stimmen sind nicht zu hören. Natürlich, meine eigene Stimme als Verteidiger ist auch schlecht zu hören, weil ich viel zu schnell spreche manchmal, das muss ich natürlich auch feststellen. Aber für die Journalisten war es eine Tortur, war es eine Qual, sich heute 5 Stunden lang dieses Video anzuschauen und morgen geht's weiter. Das ist also eine Geschichte, die technisch unverständlich ist. Zur Erklärung muss man vielleicht dazu sagen, dass seit 1.1. diesen Jahres Videovernehmungen in Kapitalstrafsachen zwangsweise aufgezeichnet werden müssen. Also das geht gar nicht anders. Das ist insofern schon korrekt und das finden auch viele Verteidiger gut. Ich gehöre auch dazu. Das ist durchaus eine Errungenschaft. Endlich nach vielen Jahren haben wir das wenigstens bekommen. Und ich muss gestehen, ich halte auch gerade heute den Beweiswert dieser Geschichten, dieser Videovorführungen für gar nicht so schlecht, weil man sieht nämlich durchaus, wie der Beschuldigte reagiert. Man kann verschiedene Vernehmungssituationen miteinander vergleichen. Wir haben ja im Fall unseres Mandanten Herrn Ernst ein erstes Geständnis gehabt, das wir widerrufen haben. Das wurde heute auch thematisiert, wie es zu dem Widerruf gekommen ist. Also hier ist nun heute auch deutlich geworden, dass der Widerruf natürlich von mir als Verteidiger empfohlen worden ist, weil ich sehr schnell festgestellt habe, dass also in dem ersten Video nicht vollständig die Wahrheit gesagt wurde. Aber das wusste ich, das hatte Herr Ernst mir zugegeben. Aber was nun die wirkliche Wahrheit ist, das habe auch ich in diesem frühen Moment des Verfahrens nicht herausgefunden. Aber es wurde viel darüber spekuliert, war das ein taktischer Schachzug? Natürlich war es ein taktischer Schachzug als Verteidiger zu sagen, wenn eine Vernehmung da ist und ein Geständnis nicht stimmt, dann muss ich das erstmal wegkriegen. Dann wird es natürlich erstmal widerrufen. Nun ist die Hauptverhandlung, nun muss man sehen, wie wir weitergehen. Der Vorsitzende Richter des Staatsschutzsenats am OLG Frankfurt wünscht sich, dass am 30. Juli Herr Ernst 3 Tage Zeit hat für die angekündigte Einlassung, für das umfassende Geständnis und fürs Fragen beantworten. Ich glaube, er wünscht sich's umsonst. Eine Gerichtsverhandlung und eine Verteidigung ist kein Wunschkonzert und es ist auch nicht Weihnachten. Ich verstehe durchaus, dass der Senat sehr straff und sehr schnell durchzieht. Aber man hat schon fast den Eindruck, dass der Vorsitzende Richter hier, mein Kollege Kaplan hat es gesagt, kurzen Prozess machen will. Wie eine Dampfwalze rauscht er durch das Verfahren. Es wird sehr, sehr schnell verhandelt. Alle Anträge, die man stellen könnte, werden von vornherein im Grunde abgebügelt. Das ist nicht schön. Es macht für den Angeklagten, glaube ich, keinen guten Eindruck. Natürlich sitzt er hier wegen Mordes, das muss man berücksichtigen, aber man muss auch berücksichtigen, dass diese Kammer, dass dieser Senat des Gerichts über den weiteren Gang des Lebens von 2 Angeklagten entscheidet. Und zwar ganz einschneidend, weil im allerschlimmsten Fall für die Beteiligten ja hier eine lebenslange Freiheitsstrafe droht, die auch nicht wieder irgendwie zur Bewährung dann später ausgesetzt werden könnte oder vorzeitig beendet werden könnte. Das muss man sehen. Insofern, ich glaube, das angekündigte Geständnis wird nicht wie vom Gericht gewünscht schon im Juli kommen, es wird später kommen. Aber wir werden am nächsten Verhandlungstag nochmal Videoteile angeschaut werden, dann doch sehr bald zu einer Vernehmung kommen, die sehr, sehr schwierig wird. Das will ich an der Stelle schon sagen. Ich bin ganz unsicher, wie das werden wird. Es wird ein Sohn des mutmaßlich ermordeten Herrn Dr. Lübcke gehört werden. Eine Situation, auf die ich mich als Verteidiger überhaupt nicht freue, die aber sicher notwendig ist. Weil natürlich müssen Fragen gestellt werden und natürlich müssen wir als Verteidiger auch unangenehme Fragen stellen. Es sind Fragen offen, aber natürlich ist es auch sehr, sehr schwierig, nicht pietätlos erscheinen zu wollen, weil man natürlich die Trauer eines Familienmitgliedes um einen geliebten, getöteten Menschen versteht. Das wird sicher die Herausforderung eines der nächsten Verhandlungstage, aber das ist nun mal so, der Beruf des Strafverteidigers
bringt das mit sich und wir werden halt sehen, wie sich diese Situation meistern lässt. Das soll es für heute von Berichterstattung oder an Berichterstattung gewesen sein. Ich verweise wieder darauf, dass aus diesem Video gerne zitiert werden darf. Sie dürfen das Video verwenden, Sie dürfen auch Ausschnitte verwenden, Sie dürfen aber nicht sinnentstellend kürzen oder sinnentstellend berichten. Das werden wir verfolgen. Einer der großen deutschen Fernsehsender musste das bereits merken. Die Kanzlei Höcker, die von mir vorletzte Woche beauftragt worden ist, hat sehr schnell und sehr straff gegen eine Mediengruppe agiert, die Falschbehauptungen auch sofort richtigstellen mussten. Ich will das nur sagen, auch das macht uns das Verteidigen nicht leichter, wenn in den Medien dann nun auch noch falsch berichtet wird. Aber gut, was soll's. RTL und NTV haben das richtig gestellt und damit soll es dann sein Bewenden zunächst auch haben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich werde über die nächsten Verhandlungstage in der gewohnten Form auf diesem Kanal weiter berichten.